Benvenuti, Signore e Signore della Mappa Italia. Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, hier zurück im wunderschönen, hier ist die Flagge, im wunderschönen Italien. Und ich habe jetzt für mich den Plan, ihr habt einige Kommentare reingeschrieben, Pferde, Wiese, wie machen wir am sinnvollsten weiter. Und bevor ich aber sage, wie wir weitermachen, werden wir uns tatsächlich unserer Wiesen annehmen. Wir haben ja die Felder runtergeerntet, 11 und 45, die sind jetzt erstmal aufbereitet, gekalkt. Der Kalker steht ja jetzt hier. Und dann werden wir uns erstmal unserer zwei Wiesen hier annehmen. Und die werden wir erstmal noch in Ballenform daherbringen. Da müssen wir mal ein bisschen gucken, ob ich nochmal... ich glaube, ich werde tatsächlich diesen kleinen Ballenwickler... den werde ich auch kaufen. Aber auf lange Zeit gesehen werde ich eher, werden wir auch mal die Silos füllen. Das machen wir auf jeden Fall. Dann gucken wir uns das mal an. Habt ihr auch geschrieben, macht das mit Förderbändern. Und ich kann euch aber auch sagen, wir könnten tatsächlich auch dann mal die, wenigstens mit einem Silo könnten wir auch die Autodrive-Funktion mal benutzen, ne? Die, das Silo, beziehungsweise BGA beladen jetzt ist. Aber ich möchte tatsächlich jetzt erstmal unsere Wiesen wieder mit Ballen machen, um die BGA einfach befüllen zu können. Ich möchte, dass das läuft, möchte, dass wir da weiterkommen. Und deswegen werden wir das so machen. So, und ich werde jetzt erstmal gucken, dass ich das Zeug wieder wegbringe, den Kalkstreuer, mein Frontgewicht, ne, in Anführungszeichen Frontgewicht, bringen wir jetzt auch wieder weg. Und dann gucken wir erstmal, dass wir die Wiesen überhaupt gemäht bekommen. Um dann weitermachen zu können. So, den stellen wir mal eben hier hin, das Dinkel. Ja, das ist das Problem. Man sieht, ja, guck mal, das habe ich alles super geschafft. Guckt euch das an. Den Frontlader nehme ich aber tatsächlich mit, weil wir den noch... brauchen, die Ball nachher in die BGA reinzupacken, ne? Klar, ihr sagt jetzt, Mario, das macht man doch nicht mit der Palettengabel, aber am Ende des Tages. Oh ne, falsche. Muss ich doch mal eben das HUD einschalten. So, am Ende des Tages ist es nämlich, wenn wir die mit dem Frontlader in die BGA packen, dann machen wir das ja sowieso schon so, dass der wie sehr, wir hauen es ja dann in die BGA, dann können die Beine auch kaputt gehen, ne? Von daher können wir die dann ruhig mit der Palettengabel da reinhauen. Wir können mal gucken, werde auch mal schauen, ob es noch was Besseres dafür gibt, aber das werden wir vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt mal prüfen. Ansonsten überlege ich gerade, nee, wir fahren den jetzt dahin und dann gucken wir mal, ob wir, die beiden Wiesen eben selber mähen. Das ist wahrscheinlich sogar sinnvoll. Ja, obwohl es... Ja, da müsste mit der Ballenpresse dann auch langfahren selber, ne? Ach, das ist echt blöd. Ich würde ja gerne die Ballenpresse dann auch wieder mit Crossplane daherfahren lassen, aber unsere Wiesen sind halt gerade echt klein. Bin mir noch nicht sicher. Vielleicht, machen wir auch einen CP-Kurs damit auf. Obwohl, ja doch, können wir. Ach, ich weiß es noch nicht. Wir warten mal ab. Ich werde das spontan entscheiden, wenn ich dann vor Ort bin. Jetzt gucken wir erstmal, dass der... Ach, wisst ihr was? Komm, wir gucken erstmal, dass der hier zur BGA kommt. Silo... Ach, Mitte. Fahren wir zum Silo Mitte. So. Und wir steigen so lange hier rein. Wir müssen die... Ich würde sagen, wir bringen die Gerste tatsächlich noch weg. Das ist ja noch Geld, was wir bekommen können. Und zwar Gerste Molino Santa Lucia. Das ist gut. Das macht es nämlich, das ist nämlich gar nicht so einfach, das da oben reinzufahren. Jetzt sagt ihr, warum ist das dann gut? Na, weil es eine kleine Herausforderung ist, ne? Mit dem Drehschemel da rückwärts ranzuzirkeln. Ich wollte schon immer mal unter der Brücke hier durchfahren. Kommen wir da auch irgendwo noch hin? Oder ist das tatsächlich nur ein Zugang zu einem Feld? Ach, guck mal hier.
guck mal hier, da kommen wir hier direkt raus. Auch nicht verkehrt. Müssen wir mal gucken. Ich glaube, wenn wir hier irgendwo links uns hochhalten gleich, dann sollten wir an der Molino Santa Lucia auch vorbeikommen. Ja, neue Wege braucht es. Das ist eigentlich sogar eine Abkürzung da gewesen, ne? So, wenn wir jetzt hier links hochfahren, kommen wir doch oben auf der Panoramastrecke aus, ne? Ja, so langsam wird das wett. Ich kann nur empfehlen, die Karte immer wieder auszumachen, ne? Dann lohnt sich das auch. Dann kriegt ihr auch was von der Karte mit. Aber es ist auch schon, sehe ich gerade, 16.14 Uhr hier in-game. Die Schatten werden auch schon wieder länger, ne? Oha. Ja, so war das nicht gedacht. Ganz ruhig bleiben. Ruhe bewahren. So, aber hier, ich bin eigentlich nicht da, wo ich hin wollte. Oder? Hm, doch, hier. Doch, hier sind wir gut. Na, das wird schon eine Herausforderung, ne? Jetzt tatsächlich vor Tagesende noch die Ernte reinzufahren. Und das sollte ja passieren, damit das Gras einfach auch wieder wachsen kann. Wir wollen ja die Wachstumsstufe noch mitnehmen. Das macht schon auch Sinn, ne? Ah, ich muss halt 30 fahren. Achtung! Aber wir kommen hier genau richtig aus gerade. Eigentlich ist das hier was von draußen, ne? Guck mal hier. Ja, das sind schon schöne Bilder hier. Ist cool, ne? Mitten durch die italienischen Dörfer. So, und jetzt kommen wir hier gleich an dem Trigger aus. Hier muss es nämlich rein. So, dann gucken wir mal. Vielleicht kriegen wir das ja tatsächlich direkt aus der Innenansicht auch gelöst. Anmachen. Da, gucken wir hier. Naja, so okay, so ganz rein gibt es nicht, aber der Trigger war halt da, ne? Ja, guck mal, das gibt doch Geld. Das war doch nochmal 5200 Euro. Das ist doch schön. Dann würde ich sagen, bringen wir den Anhänger jetzt erstmal weg, den werden wir ja vorerst nicht mehr brauchen. Ich überlege gerade, nehmen wir das Gewicht, brauchen wir auch nicht. Ne? Das kann ich auch am Platz liegen lassen, würde ich sagen. Ja, so machen wir das. Wir bringen das Gewicht auch zum Platz, lassen das da stehen und dann können wir das beim nächsten Mal vielleicht nochmal mit anhängen. Ja, das könnten wir jetzt auch bei der BGA. Ach, nee, dann wisst ihr was, vielleicht sollten wir auch mal ein zweites Gewicht kaufen. Gerade diese Betongewichte sind nicht so teuer. Würde sich schon mal lohnen, das zu tun. So, da gucken wir gleich mal, dass wir auch den hier losschicken. Den werden wir aber direkt zu der Wiese schicken. Achso, ich musste gerade überlegen, wo der andere Anhänger ist, aber der ist bei den Schafen noch, ne? So, dann bringen wir das Gewicht hier, legen wir hier vorne hin. Wir müssen auch irgendwann das Saatgut mal hier wegpacken noch. Da brauchen wir, aber wir brauchen dafür eine richtige Schaufel am Frontlader, ne? So. Dann müssen wir die Ballenpresse mitnehmen. Ich sehe es gerade, die steht noch hier. Die müssen wir dann hier haben, wenn wir da wickeln. Ja, ich möchte jetzt tatsächlich keine
Wickeleinheit mir besorgen. Deswegen erstmal machen wir hier das Stroh raus, ne? So, da ist nämlich nur Stroh drin. Aber das machen wir leer. So, und dann gucken wir mal. Wo wollen wir denn zuerst? Wir machen erst hier dieses Feld an der 24. Ich weiß gar nicht, wie der Autodrive-Kurs da heißt. Wiese 23 Mitte haben wir hier. Naja, dann fahren wir dahin. Dann gucken wir mal, ob er da hinkommt. Und wir kümmern uns währenddessen um die Tanzmusik. Aber nein. Da wollen wir hin. So. Oh ja. Ich glaube, das war auch so nicht ganz gewollt. Gucken wir mal, ob im Unterstand hier noch was steht, was wir mitnehmen müssen. Ansonsten fahren wir den nämlich auch zur Wiese und dann werden wir da mal erstmal loslegen. Ja, den Schwader werden wir wohl nicht brauchen. Weil das unsere Geräte ja können, ne? Ich wundere mich immer noch, dass Willi mit diesem Traktor den so hingekriegt hat, dass der auf den Flächen sauber fährt mit so einer Geschwindigkeit. Oh ne, das Tüdelü müssen wir aber mal eben weiterschalten. Ich muss mal die Das ist okay. Das ist in Ordnung. Da können wir mit leben, ne? Ich muss mal ein paar Tüdelü-Songs muss ich mal rausnehmen. Die sind mir vielleicht ein bisschen too much. Obwohl manchmal sind sie auch schön wieder. Ah. Schwierig zu sagen, was wir da machen. So, jetzt können wir endlich loslegen hier, ne? Die Geräte haben wir einmal letztes Mal etwas umgestellt. So, ein bisschen rabiat dran. Ne? Oh, guck mal, der hebt vorne ein bisschen ab. So, und jetzt gucken wir uns mal die CP-Kurse an. Also, wir haben eine Feldarbeit. Wir haben. Sollen wir eben den Feldrandkurs laden? Wiese 2 Feldrand. Ist das hier unsere Wiese 2? Ich weiß es doch gar nicht mehr. Ne, das wird der hier sein. Dann brauchen wir den nicht, sondern Wiese 1 Feldrand. Ja, guck mal, da haben wir es drauf. So ist es doch gedacht. Dann sagen wir kurz Kursgenerierung. Aktuell geladener Kurs. Vorgewende, ja. Fahr mal ruhig zwei Bahnen Vorgewende. Im Uhrzeigersinn soll mir auch recht sein. Startrichtung, längste Kante. Ne, mach mal automatisch. Wir gucken erstmal, was er jetzt sagt, ne? Ja, der fährt parallel zum Hang, das ist gut. Und dann machen wir mal die Ansicht hier wieder aus. Und ich würde sagen, wir lassen jetzt hier gleich losfahren. Ein sehr komplexes Konstrukt, was der hier gerade aufzeigt. Warte mal. So, und dann würde ich sagen, wir machen aber hier am ersten Wegpunkt. Muss ich selber mal eben gucken, was er macht. Hier fängt er an. Okay, wir lassen den mal machen eben, ne? So, da kommt eine Ballenpresse. Ja, du fährst jetzt hier aufs Feld, ne? Das will ich aber gar nicht. Stopp. Ja,
Wir warten mal eben ab, was der tut. Ach so, Moment. Wir haben ja Kursgenerierung, die müssen wir speichern, ne? Okay, den sollten wir auf jeden Fall speichern, den temporären Kurs. Müssen wir eben den Abfahrer entlassen. Dann speichern wir uns den mal eben ab hier. Das ist diese 1, habe ich die erst dann genannt, ne? 10,2 Meter. Dann sollte ich eigentlich wissen, dass es die Vicon ist, ne? Ihr kennt das ja auch. Ich muss mal. So, dann brauchen wir, den nämlich jetzt gleich für. Für die Ballenpresse ja auch, die da hinterher fahren soll. Obwohl, wir lassen den, glaube ich, erstmal fahren, oder? Das sieht schon cool aus hier. Gerade echt schöne Bilder. Oder? Was meint ihr denn? Also ich keine Ahnung, wie Willi das hinkriegt, dass der irgendwie hier deutlich schneller unterwegs ist. Könnte man die VTCA-Einstellung angucken, aber ich glaube. Okay, das ist, weil der Helfer drin ist, ne? Und jetzt kommt er nämlich überhaupt nicht vorwärts. So, was haben wir denn hier? Kein Getriebe drin. Also wir können ja mal hier so ein Power-Shift reinmachen, aber ich glaube nicht, dass das was bringt. Das sind ja nur die allgemeinen Einstellungen. Höchstgeschwindigkeit, ach, Traktionskontrolle können wir ja nochmal machen, ne? Das könnten wir nochmal einschalten. Ob das entsprechend was bringt, wir schauen mal. Also ich sehe nicht so richtig, dass es vorwärts geht. Ja gut, das ist also Berghang Hang aufwärts. Ist schon krass auch, ne? Wie gesagt, ich muss ja zugeben, wenn Willi mir sowas gesagt hat, dann werde ich ja mal ein bisschen stutzig, ne? Dann wüsste ich ja schon gerne mal, ob es da irgendwas, irgendeine Option gibt. Mal die Drehmomentkurve. Wir gucken mal, was man hier. Differential und Helfer. Ach, guck mal hier, die können wir anmachen. Ein Keimer. So, bitte. Wusste doch, dass das vorwärts geht. Wir brauchen auf jeden Fall einen Traktor. Also. Ich werde noch was anderes machen vorher, aber es ist nicht weit hin, denn braucht man einen Traktor. Das kann ich euch schon sagen. Und zwar einen, der ein paar mehr PS auf die Straße bringt. Ne? Wir können ja mal eben gucken. Mittelgroßtraktoren, da ist ja unser jetzt gerade bei. Wir sind 179 PS hat der. Ne? Das reicht definitiv nicht aus auf Dauer. 180 steht hier drin. Na gut, aber wie gesagt, das reicht einfach nicht. Das ist offenkundig. 189 werden uns auch nicht reichen. Das heißt, wir müssen uns bei den Traktoren hier schon umgucken. Na, also 240 PS bei diesen New Holland. Ja, und ansonsten haben wir ja natürlich theoretisch die Möglichkeit, den Case wieder einzusetzen. Der kommt mit 261 PS daher. 143.000, ne? Ja, aber das ist halt schon echt. Es geht halt nicht so gut, ne?
richtig sicher bin ich mir echt nicht, was wir hier am sinnvollsten machen. Ich will die jetzt auch nicht, will den jetzt auch nicht selber fahren. Dann haben wir nämlich das Problem, dass die. Da ist der Kurs einfach nicht da, ne? Ich habe auch noch zwei Vorgewände gefahren. Aber hier so hochschleichen, das ist ja auch nichts. Das eigentlich würde man das auch nicht machen. Das macht ja den Traktor einfach komplett hinüber. Ich hätte den tatsächlich vielleicht mit einem Vorgewende machen sollen, weil, also hier so hoch und runter, das kriegt er ja hin. Also nicht hoch, sondern dieses längs die Bahn fahren, das sollte ja kein Problem darstellen. Ach, wisst ihr was, ich lasse den fahren. Komm. So, was wir auf jeden Fall brauchen, ist den Wickler, ne? Vielleicht gehen wir den Wickler erstmal holen. Den, ich möchte... Bin mir nicht so richtig sicher. Wir haben ja zwei Helfer können wir einstellen. Ich bleibe auch bei den, werde auch ungefähr bei den zwei Helfern bleiben. Da mache ich jetzt keinen riesen Helfer, aber wenn wir zwei Helfer fahren lassen, dann haben, können wir selber halt nichts mehr fahren. Ne? Das wäre halt nicht so schön. Ja, seht ihr, das machen wir nämlich tatsächlich auch die Frucht kaputt. So, wir bräuchten aber theoretisch auch noch Heu, ne? Da bräuchten wir doch wieder einen Schwader. Also irgendwo müssen wir uns mal Gras liegen lassen. Aber ich habe ihr habt gesagt, dass man die Schafweide auch mähen könnte. Vielleicht machen wir da mal Heu, oder? Ich denke, das wäre keine schlechte Variante. So. Ach, ich überlege mir noch, was wir weitermachen, wie wir hier am sinnvollsten weiter vorgehen. Und meine Lieben, dann würde ich sagen... Oh ja, der kämpft auch hier. Dann... sehen wir uns beim nächsten Mal wieder und dann vielleicht mit irgendeiner Lösung. Ich weiß noch nicht so richtig genau, was ich hier mache am sinnvollsten. Aber das sehen wir dann. Vor allen Dingen der Grasball, der wird jetzt hier auch wegrutschen. Also 100% bin ich noch nicht glücklich mit der ganzen Nummer. Ja, wie gesagt, der rollt jetzt auch erstmal, ne? Rollen, rollen, rollen. Ja, wie gesagt, meine Lieben, sehen wir beim nächsten Mal. Schauen wir mal, wie wir da weiter vorgehen. Da vorne geht es auch nicht weiter. Das ist gerade nur bedingt zufriedenstellend. Das kann ich sagen. Aber irgendwie machen wir das. Und zur Not lasse ich den halt hier ja, die Einzelbahn nochmal rumfahren. Ja, dieses Vicon ist natürlich auch krass, ne? Müssen auf jeden Fall, irgendwas müssen wir reißen. Also die, wir brauchen die Ballen in der BGA. Da habe ich im Moment halt einiges drauf gesetzt, dass wir damit Geld verdienen. Ne? Bei den Schafen brauchen wir erstmal lange noch nichts suchen. Das kann ich euch auch schon sagen. Da werden wir lange nichts finden. Also nichts kriegen an... an Geld. Wo stehen wir denn in den Finanzen? Minus 80.000. Da müssten wir tatsächlich mal überlegen. Vielleicht müssen wir doch mal einsetzen. Aber komm, machen wir beim nächsten Mal. Liebe Leute, schön, dass ihr wieder dabei wart. Ich wünsche euch einen schönen Morgen, Mittag, Abend, je nachdem, wo ihr euch gerade befindet. Und dann bis zum nächsten Mal. Arrivederci, alles Gute, bye bye und ade.